Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Guide von World of Warcraft. Heute geht es um den Erfolg Wilde Wehklagen, oder genauer gesagt Hiuntenia. Die befindet sich hier im Gebiet Bastion und zwar bei 54-56. Und ja, das Team dagegen zu besiegen sieht die folgt aus. Wir nehmen hier Sphärenjäger-Junges mit Blendschlag, Kreischen und Heimzahlen. An dieser Stelle kann man jedes von diesen drei Pets mitnehmen und auch jeder Breed ist möglich. Dann Gipfelzicklein mit Kauen, Besänftigen und Stampede. Und Ätzmal mit Flammenatem, tiefe Verbrennung und Eingraben. Beginnen wir gleich mal den Kampf und hier gleich zu Beginn setzen wir Blendschlag ein. Ich habe halt einfach mit der Taktik versucht, diese Zufallskomponente vom Einschläfen fast wegzulassen. Deshalb sollte es nicht allzu schlimm sein, auch wenn man hier eingeschläfert wird. Wir wechseln sowieso auf Gipfelzicklein und setzen gleich das Besänftigen ein. Damit schläfen wir den Gegner jetzt dann gleich ein. Und hier passen wir einmal, damit es schön aufgeht vom Kauen her. Denn wichtig ist halt einfach, dass Kauen erst den Gegner trifft, also das Küken hier, nachdem es den Regentanz eingesetzt hat. Ansonsten würde es sich gegenheilen. Also eben deshalb hier das einmal passen, dann einmal Kauen und danach die Stampede. Hiermit sollten wir den Gegner so vorbereiten, damit man danach den Gegner mit einer Attacke noch weghauen kann. Es wird entweder durch das Gipfelzicklein sein oder durch Sphärenjäger-Junges. Hiermit sollten wir jetzt den Gegner unter 50% gebracht haben und somit können wir gleich in der nächsten Runde nochmals durchlaufen lassen. Und ab und zu kann es sein, dass hier Gipfelzicklein weggehauen wird durch irgendwelche Crits. Deshalb ist es jetzt nicht unbedingt schlimm. Wenn ihr jetzt noch überleben würdet, würde ich halt empfehlen, Kauen einzusetzen. Aber ja, es ist meistens so, dass Gipfelzicklein dann getötet wird und dann schicken wir Sphärenjäger-Junges in den Kampf und dann hauen wir gleich mit der ersten Attacke mit Blendschlag den Gegner weg. Sollte eigentlich in jedem Fall so sein. Dann bei der Fliege würde ich empfehlen, gleich wieder einen Blendschlag einzusetzen. Jetzt werden wir wieder eventuell eingeschläfert und deshalb könnten wir hier wieder wechseln auf Ätzmaul. Hier könnte es sein, dass ihr jetzt gleich wieder ausgewechselt werdet. Wenn nicht, kein Problem, setzt irgendwie Flammenatem ein und dann sollten wir hier jetzt dann gleich ausgewechselt werden. Und hier ist jetzt dann gleich der erste Punkt, wo Motenstaub uns einschläfen könnte, was nicht unbedingt tragisch ist. Es sollte eigentlich trotzdem möglich sein, hier den Gegner zu töten, bevor man hier selber getötet werden. Also eben, wenn man jetzt hier eingeschläfert wird, einfach einmal passen. Und danach ja, attackieren wir weiter mit Blendschlag, bis man den Gegner tötet. Jetzt an dieser Stelle gegen den Graser, gleich zu Beginn, einfach Heimzahlen einsetzen. Bringt meiner Meinung nach am meisten von der Gesundheit, also von dem Schaden her. Und dann werden wir hier gleich weggehauen vom Kraftzug. Dann schicken wir Ätzmal in den Kampf, setzen gleich einmal den Flammenatem. Und danach die tiefe Verbrennung. Der Gegner muss sich noch erholen und weil der Gegner jetzt gleich mit der ersten Attacke mit Fressen attackiert, ja, graben wir uns ein, damit er sich jetzt nicht noch gegenheilt. Hauen ein bisschen Schaden raus und attackieren hier einfach zuerst einmal mit tiefer Verbrennung. Wenn der Gegner dann noch, immer noch nicht tot ist, halt irgendwie Flammenatem. Sollte aber zum Schluss ja nicht unbedingt sehr knapp werden. Und ja, das war es eigentlich für diesen Guide. Ich hoffe, ich konnte euch dabei helfen, diesen Gegner ebenfalls zu besiegen. Ansonsten wünsche ich noch viel Erfolg dabei und viel Spaß. Bis bald.